Wir machen einfach mal hier bei dem Video mit. Wann hast du das letzte Mal geweint? Fragen mit Chris, Rob, Luca, Anna und Jengis. Wir hören uns mal deren Antworten an und werden drauf auch antworten. Also ich werde drauf antworten. Hi. Hallo. Hallo. Ein Urlaub im 5-Sterne-Hotel oder zwei Urlaube im 3-Sterne-Hotel? Zwei Urlaube. Jeder Urlaub mehr ist geil. Zwei Urlaube. Zwei Urlaube im 3-Sterne-Hotel. Zwei Urlaube. Zwei Urlaube. Schnarchst du? Ein Urlaub im 5-Sterne-Hotel. Nein. Außer ich bin erkältet, dann schnarch ich übel krank. Nein. Oder? Ja, und wie? Wirklich richtig ekelhaft schlimm. Ja. Null. Noch nie. Apple oder Android? Ich schnarch definitiv, ja. Android. Apple. Wenn ich mich entscheiden müsste, glaube ich Apple. Du bist gezwungen, all dein Vermögen beim Roulette auf eine Zahl zu setzen. Welche ist es? Grün. Auf die 7. 7. Die 20. Warum? Weiß nicht. Ich habe schon mal bei der 20 gewonnen, deswegen will ich es nochmal machen. 22. Wann hast du das letzte... All mein Vermögen auf eine Zahl, Digga. Oha. Ich würde die 23 nehmen, glaube ich. 23. Letzte Mal geweint. Vor 2 Wochen. Boah. Vor so 2 Monaten. Und das war innerhalb von einem Jahr das letzte Mal. Vor 1,5, 2 Monaten. Vorgestern. Gestern. Unattraktiv. Ich habe heute das letzte Mal geweint. Huch. Ich habe, wo war denn das? Bei Facebook habe ich ein Video gesehen, wo kleine Kinder, also von kleinen Kindern bis heranwachsenden Jugendlichen, die Babywelpen geschenkt bekommen haben, also einen Babyhund bekommen haben, und die Reaktion von einigen kleinen Butschis mit 6, 7 hat mich einfach aus der Fassung gehauen, Digga. Weil ich mich selber hineinversetzen konnte. Und das hat mir, also habe ich nicht richtig geweint, aber ich habe Tränen in den Augen gehabt und 1, 2 Tränen rausgedrückt. Das sind solche Videos, Digga, die sind immer zu viel des Guten, Digga. Und mega rich oder Topmodel und für immer broke? Unattraktiv, mega rich. Boah, da muss ich drüber aufdenken. Da muss ich drüber nachdenken. Beides. Unattraktiv und mega rich, glaube ich. Weil dann kaufe ich mir einfach Schönheits-OPs. Das ist ja beides scheiße. Es kommt auf die inneren Werte an, Freunde. Also? Unattraktiv und mega rich. Okay. Unattraktiv und mega rich. Ja. Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deines Lebens, welches wäre es? Alter, das ist eine saugute Frage. Oha, Digga. Ein Video meines Lebens? Oh, Digga. Das finde ich jetzt eine gute Frage, Digga. Ein Video aus meinem Leben, was ich gerne hätte, da hätte ich keine Antwort drauf. Ach, ihr mit Yappi, pisst euch. Digga, komm nicht drauf. Oh, das ist echt... Echt eine gute Frage. Wie ich meine G-Klasse bekommen habe. Von meinem ersten Kuss, von meinem ersten Absturz, Alter. Das war mit 15 Jahren und da hatten wir alle nur so Kack-Handys und da hat keiner irgendwie gefilmt und wir haben die Videos nicht mehr. Ich glaube, eine Aufnahme von mir mit 5 Jahren, als ich zum Geburtstag die PlayStation 1 bekommen habe. Ich glaube, ich habe mich noch nie in meinem Leben so sehr gefreut, deswegen würde ich mir jetzt noch mal gerne angucken, wie der... 5 eine eigene PlayStation 1, Digga, was für ein Bonze, Kapi. Der 5-jährige Rob sich so übertrieben krass freut. Glaube von unserem ersten Treffen. Glaubst du, dass Kinder, die jetzt... Also, Digga, mir fällt... Ich weiß nicht. Ich tue mich immer schwer mit einer Situation festlegen. Weiß ich, die ganzen Erinnerungen habe ich im Kopf, Digga, deswegen... Ich sag, ach, scheiß drauf, ich sag einfach Dings. Als ich das erste Mal 140 gedrückt hab. Geboren werden, ein besseres oder schlechteres Leben haben als die, wo du geboren wurdest? Auf jeden Fall, hundertprozentig. Schwierige Frage. Ich glaube, die haben heute ein schlechteres Leben, weil sie mehr von Dingen wissen. Und diese Welt macht einen krank. Ich glaube, wir sind genau im richtigen Zeitpunkt geboren. Ich glaube schon. Also ich glaube, die Kinder, die jetzt geboren werden, klar, man kann es jetzt nicht sagen, aber ich glaube, denen geht es zwar auch gut, aber ich glaube, wir hatten es besser, sage ich mal. Ja, ich glaube, sie haben ein schlechteres Leben als ich. Ich glaube beides, weil heute haben sie, glaube ich, ein schwierigeres Leben, weil das so mehr Druck ist. Man muss viel mehr leisten können, als wir es mussten, aber trotzdem auch besser, weil es ist alles irgendwie leichter zu handeln. Man hat alles so, keine Ahnung, ich glaube, das hat man nicht verstanden. Bist du ein... Also ich würde auch sagen, dass die heutige Jugend, die Kinder, die jetzt groß werden, eine viel beschissenere Kindheit größtenteils haben oder von dem, was sie erleben, im Vergleich zu dem, wie ich sie erlebt habe.
weil halt einfach die Zeit so modernisiert ist, was so Technik angeht. Handys, PC, Konsolen, das gab's damals alles nicht, Digga. Damals bist rausgegangen und hast mit deinen Freunden auf dem Spielplatz gespielt, hast was erlebt, Digga. Gefühls- oder Kopfmensch? Beides. 50-50. 50-50, würde ich sagen. Ich glaube eher Gefühl. Aber vielleicht auch Kopf, weiß nicht, doch so ein Mittelding. Gefühl. Gefühls- oder Kopfmensch? Kann man so nicht sagen, wird auch 50-50 sein. Kommt auf die Situation drauf an, ob du spontan handeln musst oder ein, zwei Tage zum Überdenken hast. 50-50. Kommt auf die Situation drauf an. Hattest du schon mal Stress mit der Polizei? Ja. 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 Ja, ich wurde mal beim Clown erwischt, als ich 13 war. Ich nicht, aber ich war dabei, wo andere Stress hatten. Ich habe es echt gut geschafft. Ich habe auch noch nicht Stress mit der Polizei gehabt, noch nie. Über welches Thema könntest du eine 30-minütige Präsentation halten, ohne jegliche Vorbereitung? Persönlichkeitsentwicklung. Quantenphysik. Über YouTube. YouTube. Heroes of the Storm. Oder WoW. Hattest du mal Gibt es viele Themen, wo ich halbe Stunde drauf losquatschen könnte. Graffiti. Natürlich auch YouTube. Ich glaube, am meisten könnte ich über Graffiti erzählen, Digga. Fassbares Glück? Ja, schon echt oft, muss ich sagen. Ja, also ich glaube nicht an Glück. Ich glaube an, also Glück nicht, aber der normale Mensch würde es als Glück bezeichnen, ja. Ja, schon sehr oft. Schon mal das? Ich habe mal all mein Geld auf die 7 gesetzt und die ist sofort gekommen. Ja. Das ist jetzt so im Sinne von Unfall knapp dran vorbei, oder? Ja. Nicht, dass ich wüsste. Ich hatte immer nur Pech. Murky oder Dexter? Der war nochmal die dumme Murky dann. Murky, ganz klar. Schwierig, aber Dexter. Was darf denn dann? Da kann ich nichts zu sagen. Ich kenne von denen die Muschis nicht. Ich will mich jetzt nicht für eine Katze entscheiden und morgen passiert der was, gegen die ich mich entschieden hatte, dann wird mir das, nee. Kühlschrank niemals fehlen. Ein Smoothie. Die Käse. Sojamilch. Smoothies. Kaltes Wasser. Wann bist du das letzte... Kalter Eistee. ...mal auf einen Baum geklettert? Als wäre man so täglich auf den Baum klettern. Das ist eine coole Frage. An Philippes Geburtstag diesen Sommer, und das war auch wirklich davor, das letzte Mal war gefühlt vor 10 Jahren. Vor 15 Jahren. Ich glaube, ich bin noch nie auf einen Baum geklettert. Ich glaube, das war tatsächlich, als wir in Miami waren und da war so ein Festival und da waren so riesige Bäume und alle Leute, die halt, also es war übel voll und dann haben voll viele sind auf so Bäume geklettert, weil man von da halt besser sehen konnte. Also ich glaube dann vor 2-3 Jahren. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht dran erinnern, wann ich mal auf den Baum geklettert bin, wann das das letzte Mal war. Das muss in Jugendzeiten gewesen sein. Kann ich mich nicht dran erinnern, Digga. Mit 8 oder so. Auf welcher Website warst du die meiste Zeit deines Lebens außer Google? Außer Google? Ja. Ja, dann YouTube. Facebook. mmo-champion.com. Welches Ding... Fächer. Ja, jetzt kommen wieder alle mit Porn ab. Ihr seid so witzig, Livestream-Chat. Meistens halt, ich würde auch sagen. Nee, ich würde Twitch sagen. Ist doch klar. Twitch. Auf jeden Fall Twitch, Digga. Welches Ding ist dir aktuell das Wichtigste im Leben? Also auch menschlich, oder? Genau, alles. Meine Familie. Gesundheit. Meine Freunde. Alles in meinem Leben. Ich glaube, mein Job. Welcher Künstler Familie. War dein erstes Konzert? Boah, Scissor Sisters. Wie hießen die? Kanye West. Genetik. Skrillex in Hamburg. Das waren so zwei, die so Country-Shit gemacht haben. Da bin ich... Ah, Boss House. Ja, genau. Da wurde ich gezwungen, mitzukommen. Obwohl ich wollte da gar nicht hin. Kennst du die? Also ich kann mich an mein erstes Konzert erinnern. Und zwar war das ein Minimal-Fest. Das war damals, ja, Minimal halt, ein Einkauf, also so wie Rewe. Es war ein Minimal-Konzert und da habe ich mir echt reingezogen. Mit meiner Mutter und Dieter. Minimal war besser, safe, ja? Da haben wir uns echt reingezogen. Es ist vorbei. Da haben wir uns echt angeguckt. Ja, das war, glaube ich, auch in Bremen, aber ich weiß nicht mehr, wo es war. Hört sich an wie von Angela Anaconda. Das ist das. Hast du schlechte Angewohnheiten? Ich räume meine Gläser nie weg. Ich lasse die mal überall verteilt im Raum liegen. Ja, Fingernägel kauen. Ja, ich trödel morgens immer so viel. Ich bin immer die ganze Zeit am Handy. Das ist voll die schlimme Angewohnheit. Man könnte die Zeit viel sinnvoller nutzen. Ja, auf jeden Fall, dass ich mich zu schnell über Dinge aufrege, gerade im Straßenverkehr. Es ist oft so, dass ich Sachen nicht sofort erledige und erst irgendwas anderes mache und mich dann darum kümmere. Das ist auf jeden Fall dumm. Welche Geschichte? Schlechte Eigenschaften, Digga, glaube ich, hat jeder. Ungeduldig.
aggressiv im Straßenverkehr, wenn irgendjemand abfuckt. Spielen, jeder hat schlechte Angewohnheiten. Ja, moin, der Livestream-Chat übertreibt wieder, Popel fressen, in die Hose pissen, man kennt ihn. Aus deinem Leben würdest du deinen Kindern am häufigsten erzählen? Alle. Dass ich Jobs kündige, ohne was Neues zu haben und irgendwie immer Schwein hatte. Die Geschichten, denen ich denen am liebsten erzählen würde, so lustige Geschichten, würde ich denen gar nicht erzählen, weil ich dann ein schlechtes Vorbild wäre. Aber ich glaube, ich würde denen erzählen, wie ich mein Abitur geschafft habe, wie ich mein Studium gemacht habe. Damit die motiviert sind. Ja. Ja. Dann drücken die www.youtube.de. Ja. Wie Cengiz und ich uns kennengelernt haben und was daraus dann passiert ist. Ich glaube, die Geschichte, wie ich zu YouTube kam, weil die prinzipiell die ist, die am meisten Dinge umfasst. Mhm. Ja, ist schwer zu beantworten für mich, weil ich will ja keine Kinder. Was will ich einem Kind erzählen, was ich niemals haben werde? Ja, auch da würde ich sagen, wie ich das erste Mal 140 gedrückt habe. Wie alt möchtest du werden? Puh, so 85, 90 so. Keine Ahnung. 85? 106. Ja, so gute 95. Deine Lieblingskarte? Finde ich ist eine, also die Fragen kann ich nicht beantworten, Digga. Ich will so alt werden, wie alt ich werden kann. Da sage ich doch jetzt keine Zahl. Ich will so alt werden, so alt mein Körper werden kann. Von der Gesundheit. Wenn es am Ende... Ja, nee, ich sag keine Zahl. Das bringt Unglück. Cartoon-Serie all-time. Yu-Gi-Oh! Winnie Pooh. Beyblade. Avatar. Zählt Anime dazu oder nur Cartoon? Ja. Boah, noch schwieriger, aber ich glaube Naruto. Findest du es leichter... Lieblingsserie all-time? Wild Boys und Kenny vs. Benny. Jemanden zu lieben oder zu hassen? Alter, das sind kranke Fragen. Ja, ja, das ist übel. Ich finde es leichter, jemanden... Animiert war die Frage. Keine, habe ich nie geguckt. Cartoon. Weiß nicht, habe ich keine Lieblingsserie. Tatsächlich zu hassen. Zu hassen. Zu lieben. Zu lieben, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist leichter, jemanden zu hassen. Und es ist schwieriger, jemanden richtig tief im Herzen... Bei mir auch zu lieben, definitiv. Nee, Digga, ich habe nie so animierte Serien geguckt. Da würde ich sagen, zählt Pac-Man? Pac-Man habe ich sehr gerne geguckt. Pac-Man. Okay. Herzen zu lieben, aber man liebt natürlich lieber, als dass man hasst. Würdest du wissen wollen... nicht Pac-Man, Megaman, verfickte Scheiße. Megaman. Würdest du wissen wollen, wann du stirbst, wenn du es könntest? Nope. Nö. Auf keinen Fall. Nein. Auf keinen Fall. Nein. Ja. Worauf bist du besonders stolz? Prinzipiell auf alles, was ich irgendwie geschafft habe, auf jeden Fall. Es war einfach harte Arbeit und darauf kann man stolz sein. Auf alles, was ich schon im Leben geschafft habe. Auf all meine Freunde. Darauf, dass ich eine nette Familie und coole Freunde habe. Dass ich, obwohl mir viele, viele Menschen gesagt haben, aus mir würde im Leben niemals was werden, trotzdem immer meinen Weg weitergegangen bin und mich davon nicht habe abhalten lassen. Scheiß auf die Meinung anderer Leute. Geht einfach euren Weg, keiner muss ihn verstehen. Was ist dein Pein? Ich würde sagen, bei mir auf jeden Fall, dass ich so ein gutes Verhältnis mit meiner Familie wieder habe, ne? Mit Omi und Opi und allen aus der Familie. Was ist dein peinlichster Spitzname alltime? Klobert. Pölli. P-Ö-L-L-I. Conny. Lulu. Cengole. Peinlichster Spitzname? Hab ich nicht. Weiß nicht. Die haben mich genannt. Wie haben sie mich genannt? Marci. Mosel. Gab's keinen peinlichen Spitznamen. Weiß nicht.